Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Press Start to begin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Crash Bandicoot Warped. Also der dritte Teil der Serie, Reihe, whatever. Ich starte einfach mal ein neues Spiel, gucken uns das Intro an und dann werde ich ein bisschen quatschen. Uka ist frei. Nein, das kann nicht sein. Böse, das Böse kommt über uns. Niemand wagt, den großen Uka zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka, das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen, um diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka aus seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Kinder, Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück. Ja, und da sind wir im Warpoom. Ich hatte eigentlich vor, ein anderes Spiel zu spielen. Ich hatte auch schon auf Twitter angekündigt, dass es in dem Spiel unter anderem um Pinguine geht. Also, dass Pinguine drin vorkommen. Was aber auch auf dieses Spiel zutrifft. weil hier gibt es auch Pinguine. Beziehungsweise einen, auf jeden Fall. Und zwar bei dem Boss Dingodile. Da sieht man, glaube ich, einen Pinguin. Es gibt bestimmt auch noch Level, wo Pinguine drin. Ach, was mache ich denn hier? Julle. Nicht Julia. Ja. Der Controller hier ist ein bisschen ausgenudelt. Ich habe jetzt einen PlayStation 2 Controller angeschlossen. So. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein anderes Spiel spielen. Hab dann alles bei mir durchgesucht. Alles irgendwie alles ausgeräumt. Ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, ich habe das auch damals mitverkauft.
Deswegen muss ich mir das dann vom Dennis ausleihen, weil ich weiß, dass der das hat. Und dann kommt das einfach nicht neben Spiel, weil ich habe jetzt quasi eigentlich die Reihenfolge nur umgedreht. Ich wollte eigentlich erst das Spiel spielen, was ich als nächstes spielen wollte, und dann Crash, und jetzt mache ich es einfach umgekehrt. Ja, Crash Bandicoot 3 Warped ist im Jahre 1998 rausgekommen in Amerika und in Europa und in Australien 2000. Habe ich eben gerade noch nachgeguckt. Wieder von Naughty Dog und gepublished von Sony Computer Entertainment. Ja. Es ist eigentlich wie auch der Vorgänger Crash Bandicoot 2 aufgebaut. Wir haben ja unterschiedliche Warp Rooms mit unterschiedlichen Leveln und so weiter. Und ich habe auch vor, ich weiß nicht, wie viele Prozent es hier gibt, 102, 105, irgendwie sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, man muss, Goldrelikte muss man, glaube ich, ich habe mich da jetzt nicht weiter irgendwie informiert. Aber ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bevor ich das wieder vergesse. Wir haben heute übrigens den 21.12. Ich habe heute Ferien und Zeugnis bekommen. Und deswegen bin ich am Daddeln. Ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, aber dann bin ich gestern auf, ich weiß gar nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Boniklings. Weil er spricht es unterschiedlich selbst aus. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Der macht so React-Videos. Also er macht auch Let's Plays, aber halt React-Videos überwiegend gucke ich mir von dem an, weil die doch sehr unterhaltsam sind. Ja, dann habe ich gestern Abend noch drauf hängen geblieben und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du morgen auf, morgen hast du den ganzen Tag Zeit. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir fangen hier mit dem ersten Level an. Das erste Level ist Toad Village. Ach genau, was mir noch aufgefallen ist, ihr könnt ja mal zurückspulen in den Vorspann, also eben gerade das Intro, und an die Stelle springen, wo man das Wohnzimmer, sag ich jetzt mal, von Crash sieht, wo halt Aku die Geschichte am Erzählen war. Da müsst ihr mal links an die Wand gucken, das ist mir jetzt eben gerade erst aufgefallen. Und zwar hängt da dieses Wassermoped aus dem zweiten Teil. Fand ich ganz cool. So, machen wir mal hier Toad Village. Wir können übrigens auch mit Coco spielen. Die hat so eigene Level. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Ich bin stärker. Ich glaube, wir können mit Coco spielen. Da gibt es nämlich auch einmal die Wasserlevel. Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wasserleveln, wobei mir die Wasserlevel mit Coco lieber sind als die Wasserlevel mit Crash. Okay. Ja, ansonsten weiß ich jetzt so gar nicht noch, was ich hier weiter zum Spiel sagen soll. Ich könnte vielleicht noch sagen, also Crash Bandicoot 3 ist für mich mein zweitliebster Crash Bandicoot Teil eigentlich. Also Crash 1 finde ich am schlechtesten. Dann kommt Crash 3. Ich habe früher übrigens immer Warped gesagt, weil meine Mutter mir das so gesagt hat, dass das so heißt. Aber die ist auch nicht so ganz dem Englischen mächtig. Deswegen war das dann eine ganze Zeit lang für mich Crash Bandicoot Warped. Ich war noch irgendwas anderes am Erzählen. Ich weiß es nicht. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich den Teil hier das letzte Mal gespielt habe. Es kann also sein, dass ich mal irgendwie ein paar Teile irgendwie verbase. Beziehungsweise Kisten einsammle, wo ich noch gar nicht alle Kisten holen kann, weil mir irgendwie ein Edelstein oder sowas fehlt. Das kann natürlich alles passieren jetzt. Ja. Crash Bandicoot 2 ist mein Lieblingsteil. Ja. Ich habe eigentlich ziemlich viele Videospielreihen, wo ich den zweiten Teil irgendwie am besten finde. Ich weiß auch nicht warum.
Obwohl viele Leute dann irgendwie sagen, von wegen, ja, der ist doch gar nicht der Beste. Aber ist halt jedem das Seine irgendwie. Bei diesen Laufleveln, da werde ich dann erst bis zum Ende abwarten, bis ich hier die das Goldrelikt oder Silberrelikt oder nee, Platin, ach, keine Ahnung, holen werde, weil habe ich den lilanen Edelstein eingesammelt? War der irgendwo? Ja, okay. Weil wir kriegen am Ende noch Laufschuhe, mit denen wir schneller rennen können. Wobei eigentlich, also es gibt so einen Trick, den benutzen eigentlich viele Speedrunner. Was heißt eigentlich, die machen den einfach. Und zwar das hier. Damit ist man, also im zweiten Teil auf jeden Fall einen Ticken schneller gewesen als mit dem... Nee, das ist auch hier, glaube ich, so. Nein! Ich hasse diese Level. Na gut. Das ist das Unterwasser-Level von Crash. Ja genau, man ist ein Ticken schneller damit als mit dem normalen Rennen. Also das hier sind eigentlich die ätzendsten Level in diesem Spiel. Für mich persönlich. Und dann kommen die Flugzeuglevel. Das war Glück, dass ich das geschafft habe. Vielleicht kann ich gerade auch mal die Steuerung erklären. Erzählen. Ich erzähle euch mal die Steuerung. Und zwar halt Digipad. Ja, komplett halt steuerungsmäßig. Oben laufen, nach unten laufen und so weiter. Diese komischen Kisten übrigens, die da so sich umschalten, sag ich mal, die werden nach einer Zeit immer schneller. Und wenn die dann ganz, ganz schnell werden, dann werden die zu Stahlkisten, die man nicht mehr kaputt machen kann. Und dann fehlt einem quasi eine Kiste. Was halt nicht so toll ist, wenn man die 100% holen möchte, so wie ich. Ja genau, auf X. Hier können wir jetzt, also normalerweise ist X springen, aber hier haben wir dann so einen schnelleren Flossenschlag, den ich jetzt die ganze Zeit benutze. Ach, dieses Ding, ne? Quadrat ist drehen, Dreieck ist hier oben anzeigen, wie weit wir sind. Kreis ist auch drehen, beziehungsweise ich glaube hinknien könnte es auch sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, werden wir im normalen Level sehen, aber ich nutze das Hinknien eigentlich immer die R1-Taste dafür. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Hier können wir halt so Raketen verschießen und wir können auch uns auch schnell bewegen, so. Aber das mache ich nicht so gerne, weil man hier halt nicht so wirklich sieht, wo man hinschwimmt mit diesem Ding. Und das bewegt sich halt von selbst nach vorne. Das ist halt auch noch ein bisschen blöd. Aber wir kriegen das schon hin. So. Das ist natürlich fürs Reliktgedöns ganz cool, dass man sich da noch ein bisschen schneller bewegen kann. Nur ist halt das Problem mit den Gegnern, die hier rumschwirren. Weiter geht's jetzt hier nicht. So. Das waren für mich früher immer Schildkrötenpanzer irgendwie, die eben unter Strom gesetzt wurden. Fragt mich nicht warum. Aber ich mochte die Teile nicht. Ups. Nein. Ja gut. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe nur... Oder ich habe... Habe ich zwei gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Hier werden die Kisten auch gespeichert, die man kaputt macht. Das heißt, man muss das Level nicht wieder neu anfangen, wie in Crash Bandicoot 1. Nicht so schnell.